Ihr Lieben, Concentration. Konzentration. Es geht los. Ulix Shopping Paradies live. Herzlich willkommen zu Dieben Live. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Es tut mir leid, weil ich doch heute einen etwas, aber nur kurzzeitig chaotischen Tag hatte. Wirklich nur kurzzeitig, weil ich den ganzen Tag gedreht habe und heute Morgen schon am Drehort war. Wartet, ich mache euch das nur alles fertig, damit ihr das nachher alles seht. So, hervorragend. Das habe ich jetzt gemacht und ich hoffe, dass das so funktioniert, dass das nicht gestört wird vom Internet. Das passiert ja manchmal. So, alles gut. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich sehe Frau Bund, hallo Liebe. Ja, ich habe den ganzen Tag gedreht. Jetzt gibt es relativ viele neue Follower gerade. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen erstmal. Ihr solltet vielleicht wissen, die das nicht wissen, das ist Ulix Shopping Paradies. Willkommen zu Ulix Shopping Paradies. Das ist auf meinem kleinen Sender meine Verkaufs-Shopping-Sendung. Ein Paradies sozusagen, wo es ganz... ganz tolle Sachen gibt, und zwar Sachen, die ich selber nutze, hinter denen ich zu 100% stehe. Ich suche mir die Firmen selber aus, mit denen ich arbeite. Und heute gibt es ein letztes Shopping für dieses Jahr für Dermalogica. Mit denen arbeite ich seit, ja, ich glaube, drei Jahre. Wie lange? Ihr Lieben, wie lange arbeite ich zusammen? Ich muss gleich mal fragen, die Vera. Seit 3 Jahren mit Dermalogica zusammen und bin wahnsinnig glücklich. Und meine Kinder benutzen die Jugendserie. Hier benutzt alles im Haushalt, auch der Gatte, kann man jetzt sagen, benutzt Dermalogica, weil es einfach für die Haut wahnsinnig toll ist und ich damit wahnsinnig gut zurechtkomme. Und ich habe das kennengelernt durch einen Dreh tatsächlich im Vorfeld, bevor wir da zusammengekommen sind, und habe das sehr geliebt in der Maske und war auch schon in Amerika mit Dermalogica, habe mir den Headquarter angeguckt, weil das kommt aus Amerika. Also die Jane Warren, die das entwickelt hat, die ist Engländerin, ist nach Amerika gegangen und hat da ein Institut gegründet, wo sie Hautpflegeexperten, im Volksmund würde man sagen Kosmetiker, Kosmetikerinnen ausgebildet hat. Und dann hat sie da ein großes Institut gegründet und hat in den 80ern festgestellt, dass überall viele Parfüms drin waren und ganz viel Quatsch. Und dann hat sie das alles reduziert und hat ihre eigene Pflegeserie rausgebracht. Und Dermalogica, muss man sagen, ist weltweit führend in der Kabine. Und das hier ist eine Werbesendung, also wer keine Werbung mag, der geht. Und die anderen, die können sich das wunderbar anschauen und können entscheiden, ob sie shoppen wollen, ob sie das nicht wollen. Das könnt ihr später machen. Aber erstmal zeige ich euch, was das alles Tolles ist. Und jetzt holen wir mal Dermalogica rein. Hautpflegeexpertin, die Leiterin der Hautpflegeabteilung, sozusagen, die leitet das an und alles in Deutschland und sie bildet aus und leitet sozusagen an. Die ist da. Hallo, guten Abend. Guten Abend, mein Herz, guten Abend. Geht es euch gut? Wie schön. Ja, du, sagen wir so, es geht uns gut. Ja. Ja. Es geht uns sehr gut. Die Vorweihnachtszeit ist, ich habe morgen, katschinga, lalala, meinen letzten Drehtag für dieses Jahr. Und darauf freue ich mich. Es ist ein toller Filmdreh gewesen. Aber ich bin jetzt auch tatsächlich ganz froh, wenn jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt. Es war ein aufregendes Jahr und auch die Hochzeit hat... Ja, ganz toll. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Es war einfach wunderbar, das zu sehen. Wir haben uns so gefreut. Ja, das war wirklich toll. Aber das war, also sagen wir so, am Anfang des Jahres, ich gucke mal kurz, wo die Bogi ist, dass ich die als Moderatorin hinzufügen kann. Bogis... Weißt du, wie das genau immer geschrieben wird? Bogis Unterstrich Art? Ja. Ist nicht zu finden. Ja, Bogi? Bogi? Bist du da? Weil das, wir sind so das Dreigestirn, möchte ich sagen. Genau, ja? Wir brauchen ja immer... Genau, Bogis Unterstrich Art. Müsste gleich da sein. Ah ja, doch, da ist sie doch. Hi, Bogi. Hallo, ihr Lieben. So, da habe ich sie, Bogi. Ich habe dich hinzugefügt als Moderatorin. Es ist so, siehst du, dass da oben Kommentare reinkommen? Das siehst du nicht, oder? Nein, das sehe ich nicht. Das siehst du nicht? Nee, wunderbar. Das sehe ich nicht. Unten schon.
Unten schon, oben nicht. Genau. Unten schon, oben nicht. Oben Nein. schon, unten nicht. Aber ja, alles pustet ja jetzt schon Richtung Weihnachten und Jahresende. Und ich bin schon total, Und ich habe halt, um das von einem Jahr zu sagen, ich war da, weißt du, man hat ja so eine Vorahnung, was im nächsten Jahr passiert. Ja. Mit der Hochzeit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und so eine Hochzeit ist ja nicht so, wie man so denkt. Also könnte so sein, war es aber nicht. Und deshalb hat das zusätzlich zu dem tollen Stress, dem positiven Stress, war natürlich wahnsinnig viel los. Weißt du, und deshalb ist einfach bis jetzt, muss man einfach sagen, sag mal, wollen wir nicht anstoßen auf unser letztes Shopping in diesem Jahr? Das machen wir. Wir stoßen an. Buki sagt gerade, du hast sie live eingeladen, aber nicht als Moderator. Bitte nochmal als Moderator benennen. Ich verblöde, sage ich dir. Ja, es ist Jahresende. Ich glaube, wir sind alle so, alle ein bisschen aufgewühlt. Alles ist ein bisschen stressig und deshalb freue ich mich ganz besonders jetzt hier auf den Jahresabschluss. Und wie du schon gesagt hast, finde ich auch, wir sollten darauf anstoßen. Ich habe hier auch. Die wird mir nicht angezeigt. Buchstabier mir das mal bitte. Hier, BOGIS_ART. Habe ich. Sie wird mir nicht angezeigt. Ja. Dann. Ich würde es ja machen. Weil es wäre natürlich gut. Wir sind wie immer chaotisch, das kennen wir ja schon. Ja? Ja. Moderator hinzufügen. Genau. Währenddessen können ja, wer mag gerne mitmachen, ich habe hier meinen Apfel-Holunder-Blütensaft vorbereitet zum Jahresabschluss. Und dann würde ich sagen, machen wir auch alle zusammen nochmal die Me-Time, oder? Ja, also Moderator geht, es geht leider nicht. Ich es krieg geht nicht, okay. Es geht nicht, Bogi. Du kannst vielleicht reinschreiben, aber ich kann es nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Keine Ahnung. Okay. Sie sagt uns, ja. Versuch jetzt mal, ja. Ich versuche es die ganze Zeit, aber es geht nicht. Wunderbar. Jemand ist schon Tee geholt. Hat jemand Tee geholt? Ja, Tee ist schon da, habe ich gesehen. Berlin grüßt. Und man schreibt ja klein. Ja, und Me-Time. Wir machen jetzt Me-Time. Ja, das machen wir jetzt. Man merkt schon, es geht alles, purzelt alles ein bisschen durcheinander. Ja, also das kann ich leider nicht machen. Das tut mir leid. Ja, hätte ich gern gemacht. Sonst hätten wir noch wunderartig jetzt drin. Boogie, wunderartig. Was? Warte. Boogies. Zusammengeschrieben. Genau, unten, da war sie gerade wunder-artig. Hast du? Ist egal. Wir machen die Me-Time. Stoßen einmal an mit Holunder, Apfel-Holunder. Ich trinke tatsächlich heute mal Alkohol, einen kleinen Bellini zu feiern. Alles klar. Und Prost auch mit Prost. Allen, die mitmachen. Prost, Insta-Liebe an alle euch. Super. Wir haben nämlich heute Spitzenangebote für euch. Oh, bevor ja. wir die Me-Time machen, dass die Leute es auch verstehen, nach dem Live stelle ich euch natürlich den Link in die Stories. Da klickt man einfach drauf. Wer es gar nicht vorher erwarten kann oder auch für später, in meiner Bio, schaut, die ist jetzt spiegelverkehrt, ist hier ein Link. Darunter ist der Broadcast-Channel, kann man sich natürlich auch anmelden. Aber ihr drückt auf den Link, der ist jetzt für 48 Stunden gültig. Und das Schöne ist, dass der Malocica immer, da braucht ihr keinen Code, alles zusammenstellt. Das ist meine Favoritenseite, mein Weihnachtsshopping quasi. Und da könnt ihr einfach reintun, was ihr wollt, ja, in den Warenkorb von meinen Sachen und auf all das. Die sind schon im Bundle zusammengestellt, dass ihr genau so eure Sachen kriegt. Und ich stelle euch das, wisst ihr, wir machen immer tolle Bundles und wir machen Einzelprodukte mit tollen Geschenken. Und heute gibt es wirklich mega Angebote für euch und auch für alle, die neu sind. Ja, der Malocica ist wirklich ganz toll verträglich. Nicht umsonst sind die weltweit in der Kabine führend, also bei der Kosmetikerin. Und die haben eben ganz viel, ja, weil natürlich man auf jede Hautbedürfnis, jeden Hauttyp, jede Hautart eingeht. Aber es ist für alle geeignet, jeden Hauttyp, jede Hautbedürfnisse, alles. Und das kann ich euch wirklich versprechen. So, jetzt machen wir Me-Time, weil wir müssen nachher auch über meine zwei Furchen da reden. Genau, Me-Time ist immer ganz wichtig. Das ist so die Minute, wo wir einfach zur Ruhe kommen,
Cortisol, das ist ja unser Stresshormon und wir drucken ganz gezielte Akupressurpunkte, die dafür sorgen, dass wir nochmal richtig runterkommen. Dafür nehmen wir einmal die Mittelfinger, am besten die Fingerkuppen, starten dann an dem Punkt auf der Nase, wo die Brille normalerweise aufliegt und drücken da dreimal sanft drauf. Eins, zwei und drei. Dann, und das ist mein Lieblingspunkt hier, das ist wirklich noch mein Tipp, wenn ihr so richtig Kopfschmerzen habt, hier im inneren Augenbogen, da fällt man in so ein Loch rein, da auch dreimal drücken. Eins, zwei und drei. Und dann fährt man einmal um die Augenbraue Richtung Schläfe und drückt auch dreimal sanft diesen Punkt. Eins, zwei und drei. Und dann kommt nämlich dieses symbolische Stressabschütteln vom Tag. Und dann ist man wirklich ganz fokussiert und entspannter. So, und jetzt zeige ich euch was, weil ich komme ja vom Drehen. Ja? Und jetzt zeige ich euch was, was ich von Dermalogica, bevor wir euch die Sachen vorstellen, zeige ich euch jetzt, was mit was es begonnen hat, was ich tatsächlich beim Dreh kennengelernt habe und was. Und ohne diese Reinigung kann ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja? Ich mache immer die Doppelreinigung. Ich mache natürlich an bestimmten Tagen auch mal nur einzeln. Ich benutze verschiedene Reiniger von euch, je nachdem, welche Hautbedürfnisse ich gerade brauche oder ob meine Haut besonders sensibel ist. Ja, ich benutze auch gern die Ultra Calming Serie, weil ich auch ein bisschen Rosazea habe. Aber ich mache jetzt die Doppelreinigung mit euch und das zeige ich euch als erstes Angebot. Wir haben die Produkte, wir haben drei große Bundles, wirklich große Bundles, die wir euch zusammengestellt haben, wo ihr immer ein, ich kann euch die mal nur so hoch zeigen, bevor ich die Doppelreinigung mache. Da sind 6 Produkte drin, 5 vollwertige Produkte, eine Reisegröße und da 4 Produkte bezahlt ihr, ein Hauptprodukt kriegt ihr umsonst und die Reisegröße kriegt ihr umsonst und bei dem einen noch ein Elena MeTime Anhänger und da steht wirklich Elena. Seht ihr das? Das ist ja nicht nur ein Anhänger, sondern ein Armband. Es ist ein Armband. Ist ja, ein MeTime-Armband. Hinten steht meine MeTime. Schau mal. Meine MeTime. Elena und Dermalogica, meine MeTime. Das gibt es dazu. Und eben zwei, ein Hauptprodukt und die Reisegröße dazu. Und von diesen Bundles haben wir heute 3 Stück. Ja? Die stelle ich euch nachher komplett vor. Dann haben wir 3 besondere Produkte, die ich unbedingt mir gewünscht habe, dass die reinkommen. Vor allem kommt heute, die hatten wir noch nie, die Positive Stressless Eye Mask. Oh yes. Ja, die kommt heute, die gibt es auch einzeln. Und zu den einzelnen Sachen. Es gibt eben 3 größere Produkte, da gibt es dann verschiedene Peelings. Da zeige ich euch nachher, was es dazu gibt. Aber es gibt zu den einzelnen Produkten immer dieses Geschenk dabei. Das ist die Vitamin C Serum und Vitamin C Creme, den Moisturizer. Und das hat auch einen Wert von 19 Euro. Und das gibt es immer dabei. Das sind praktisch Luxusproben. Ich zeige euch mal. Mit dem man aber wunderbar reisen kann. Und ihr wisst, ich liebe zu reisen. Beziehungsweise nicht immer, aber ich bin viel unterwegs. Oder auch, wenn ihr schwimmen geht, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, wenn ihr in die Sauna geht, dann hat man immer das Problem, dass man meistens seine Sachen nicht dabei hat und völlig fertig nach Hause kommt. Ja? Und hier hast du diese Produkte dabei und die halten von der Größe her. Wie lange würdest du sagen, reicht das? Das hält, wenn du es täglich nimmst, 2 Wochen. Also das sind sehr ergiebige Produkte. Und ich habe auch gerade noch mal im Chat gesehen, viele schreiben, sie sind neu hier. Wenn ihr Fragen habt, das ist uns immer ganz wichtig, schickt uns eine Direktnachricht zu Dermalogica. Wir sind auch nachher noch für euch da, wenn wir ja, hier fertig sind. Wir sitzen nachher wirklich an den Handys, beantworten eure Fragen. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr die richtigen Produkte für eure Haut findet. Die Hautgesundheit ist uns super wichtig. Und deshalb beraten wir euch gerne auch noch mal im Nachhinein. Und vielleicht solltest du auch sagen, dass Dermalogica, also erstmal, alle Produkte, die die haben, für die neu sind, entschuldigt, ihr Lieben, die alten Hasen, die haben, kennen das schon. Die aber können schon jetzt mittippen vielleicht. Ihr, und dazu genau, und ihr könnt ja vielleicht auch schreiben, weil eure Expertise ist natürlich die größte Chance, auch jetzt hier in den Chat, dass ihr schreibt, was ihr nehmt, wie lange ihr das schon nehmt. Wie gesagt, der Link, um nachher zu shoppen, ist für 48 Stunden.
in meiner Bio drin. Und ich tue den nachher auch in die Stories. Schaut euch entspannt, und die haben genug Produkte da. Schaut euch entspannt die Sachen an, ja. Lasst euch beraten, weil das ist uns das Wichtigste, dass wir beraten. Hier, das ist meine Bio. Da ist jetzt das ausgetauscht, da seht ihr auch. Dann drückt ihr auf diesen Link. Und dann öffnet sich die Seite von der Mallogica und da seht ihr die Bundles, ja. Da sind die Bundles, die drei großen Bundles. Dann seht ihr die Premium-Produkte, die ich heute mit reingenommen habe, wo es Reisegrößen dazu gibt, verschiedene Sachen. Das zeige ich alles, ein Guasha-Stein. Das ist und wirklich toll. Und darunter seht ihr die ganzen Einzelprodukte, die ich euch heute zeigen werde, wo es immer das Geschenk dabei gibt. Das heißt, pro Kauf eines Produkts kriegt ihr das Geschenk dabei. Es ist versandkostenfrei. Deutschland und Österreich ist wichtig. Ihr schickt nach Deutschland und Österreich. Und das ist alles immer dabei. Das heißt, ihr müsst es einfach nur so in den Warenkorb legen, kaufen, wenn ihr wollt. Und dann ist gut. Und ich zeige euch jetzt, womit, man soll vielleicht sagen, frei von Duft- und Farbstoffen, frei von Parabenen, von schädlichen Silikonen. Keine Tierversuche, ganz wichtig, auch noch nie durchgeführt. Für jede Haut geeignet, für jeden Menschen geeignet. Und für uns ist es halt ganz wichtig zu schauen, was ist das Hautbedürfnis und da die richtige Lösung auch zu finden. Genau, und dieses Shopping ist sozusagen auch eine Beratung an euch, wo wir euch das wirklich genau erklären. Und das Tolle an der Mallogica ist, alle Flaschen, damit hat sie angefangen, es ist alles eigentlich immer weiß-grau und es sind gar keine Tiegel, wo du mit Fingern reingehst, dass auch nicht Keime reinkommen können, sondern es sind Pumper, es ist alles immer verschlossen, das zeige ich euch nachher, wenn ich eine neue Tube aufmache. Es sind Tuben zum Drücken, es sind Pumper oder es sind wie bei meiner Lieblingsnachtcreme, Sound Sleep Cocoon, kann man das so aufdrehen und es kommt so raus und so macht man es wieder zu und die riecht hervorragend nach Lavendel. Aber bevor wir die nehmen, starten wir mit der Reinigung. So, der Pre-Cleanser. Das ist ein Must-Have, weil ihr seht, ich habe Wimperntusche alles heute vom Dreh raus. Ich werde euch das auch gleich zeigen. Öl, was öliges Zeug, löst du mit Öl. Deshalb ist der Pre-Cleanser wie ein Öl. Ich mache zwei Pumpstoße, verreibe das in der Hand, schaut mal, und tue das wirklich. Und das Schöne ist, es brennt überhaupt nicht. Wichtig, Leute, die falsche Wimpern drauf haben, die lösen sich damit auch. Genau, ich das sollte wirklich, man dann. Seht ihr, ich gehe wirklich über die Augen, dass ihr wirklich seht, dass der ganze Schmodder rausgeht, da unten. So, jetzt habe ich das richtig auf die trockene Haut einmassiert. Jetzt mache ich Wasser, ein bisschen Wasser in die Hand und feuchte das an. Und jetzt seht ihr, wie sich das aufemulgiert. Seht ihr das? Das sieht ganz hervorragend aus und was Elena nämlich schon perfekt macht seit 3 Jahren, ist auch so viel Wasser zu nehmen. Das ist nochmal ein besonderer Tipp an euch, dass das wirklich milchig wird. Denn gerade wenn man eine ölige Haut hat, denkt man, ein öliger Reiniger, ist das wirklich richtig? Absolut, das ist richtig. Denn wie Elena schon gesagt hat, Öl löst sich mit Öl. Deshalb erst trocken auftragen, die Hände anfeuchten und dann, wie Elena das hervorragend schon macht, einmal komplett runternehmen. Und dann habt ihr erstmal alle Öle von der Haut gelöst, also wie jetzt Make-up vom Dreh zum Beispiel, aber auch Schweiß und Talg. Also auch über Nacht schwitzen wir, haben Schweiß, Schüppchen auf der Haut. Deshalb im Idealfall wird jetzt diese Doppelreinigung aus den 2 Schritten 2-mal durchgeführt. Sieht man das? Perfekt, sieht gut aus. Also ja, ist, man sieht, es ist viel hängen geblieben, ja. Ne? So, damit habe ich praktisch das Öl entfernt und du kriegst wirklich die Wimperntusche ab. Und das Tolle ist, es brennt überhaupt nicht. So. Und jetzt habe ich ein ganz dreckiges Ding. Ihr seht, was da rauskommt. Jetzt mache ich das kurz sauber, nehme dann gleich die andere Seite. Und jetzt nehme ich den Special Cleansing Gel. Yeah. Ja. Das ist die zweite große Reinigung. Beides findet ihr als Einzelprodukte immer mit diesem Kit als Geschenk dazu. Das heißt, auch wenn ihr die 2 Einzelprodukte nimmt, kriegt ihr auch 2-mal das Geschenk. Genau, und dann kann man das auch schön verschenken. Ich nehme so ein Ding. Schaut mal, jetzt, warte mal, ich muss hier, ich bin heute ein bisschen in der Hand. Jetzt mache ich das mit Wasser, wieder ein bisschen. Ich habe hier Wasser neben mir. Schaut mal. Seht ihr, dass es schaumig wird? Und das ist seifenfrei, das heißt, es trocknet die Haut auch überhaupt nicht aus.
es brennt nicht und ich mache damit jetzt das Ölige, was ich vom Pre-Cleanser hatte. Und die letzten Reste mache ich halt weg. Ja? Und du bekommst dadurch, dass der pH hautneutral ist, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb bitte nicht zu Hause die Haushaltsseife nehmen oder das Duschgel, sondern wir müssen immer ein Reinigungsprodukt nehmen, was wirklich speziell auf den pH-Wert der Haut abgestimmt ist. Und das sind die Reiniger, trocknen die Haut nicht aus. Das heißt, die Haut fühlt sich super sanft und weich an, aber ohne, dass sie ausgetrocknet ist. So, und wenn das jetzt, ich habe ja auch, man muss sagen, ich bin ja auch, ich habe die erste Stufe der Hautpflege-Expertenschule bei Dermalogica gelaufen. Im Sommer. Ich habe ein Zertifikat bekommen dafür. Wichtig ist, das Gesicht geht weiter. Das ist auch quasi Gesicht. Ja? Auch das schön waschen. Jetzt merkt ihr, es wird stumpf. Wenn es stumpf wird, einfach wieder ein bisschen Wasser drauf und wieder aufemulgieren. So, jetzt ist es sauber. Jetzt nehme ich meinen Waschlappen. Und man muss ja wirklich nochmal dazu sagen, Reinigung ist wirklich der wichtigste Schritt, weil wenn ich ein ganz tolles Pflegeprodukt habe, ich könnte oder ein tolles doch Serum, eigentlich den tollen Waschlappen. Ja, dann nimm den Waschlappen doch oder das schöne Waschtuch, wie wir sagen, dazu. Aber ja. Reinigung ist wirklich wichtig, weil sonst kann das aber dann sieht man nicht den Dreck Creme nicht richtig wirken auf der Haut. Dann sieht man nicht den Dreck. Das gibt es bei einer Box noch als Geschenk dabei, anstatt dem Armband. Das ist das Waschtuch. Aber ich würde jetzt das Weiße nochmal nehmen, dass du den Dreck siehst. Weißt alles, du? Was runtergeht. Genau, und wir haben Pflegeprodukte für empfindliche Haut, wie bei Rosacea Neurodermitis. Was gegen Pigmentflecken, gegen ölige Haut. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Und wir finden alle das passende Produkt. So. So. Schaut. Und seht ihr, es nicht mehr viel, aber auch mit der zweiten Reinigung geht wieder Schmutz raus. Und jetzt nehme ich mal diesen tollen Waschlappen, der bei dem einen Produkt, nämlich bei der Sensitive-Box dabei ist. Wir haben nämlich heute eine Sensitive-Box, die gerade für die Leute, die wirklich empfindliche Haut haben, Neurodermitis, Rosacea, für die ist das geeignet. Da gibt es den Waschlappen mit dazu. Sagen wir doch Reinigungstuch. Ich finde Waschlappen, das hört sich doch so... Wie so ein Lappen, ne? Ist wie so ein Lappen. Ja, wie so Lappen. Der so ganz das ist ja wirklich so ein ganz schönes, flauschiges Tuch. So. Und jetzt, das müssen wir jetzt auch sagen. Es gibt drei große Peelings bei Dermalogica. Ja. Es gibt eins, was ich ganz toll finde, was Neues, das immer Peeling ist das Daily Microfoliant. Das nehmen wir jetzt mal und ich zeige nachher die anderen, aber wir peelen jetzt damit, oder? Ja, wir können super gerne das Daily Microfoliant nehmen. Perfekt. Oder sollen wir das, oder möchtest du das Milchfolien, sollen wir den Unterschied zeigen? Oder mal so vielleicht, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Warte, wo ist das Milchfolien? Zeig du doch mal die Box, die eine Box bitte. Welche hättest du gerne? Die, wo das Milchfolien drin ist, die wie die sensible Haut. Die sensible Haut. Ich habe hier mal ein Tablett vorbereitet, um alles für die empfindliche Haut zusammenzustellen. Also wir haben einmal den Ultra Calming Cleanser. Das ist der spezielle Reiniger für die empfindliche Haut. Das ist eine Kombination zwischen Gel und Milch, auch für die Augen geeignet. Ich will nur kurz sagen, das ist jetzt in groß. Das sind die drei Peelings, die Dermalogica. Daily Microfolien, damit hat alles angefangen. Daily Milkfolien für die ganz empfindliche Haut. Ja? Und das Daily Superfolien, das den ganzen Straßenstaub, diesen, wie heißt das, diese... Feinstaub, den Feinstaub genau. Nimmt. So, ich nehme jetzt mal das Daily Milkfolien, während du das Daily Microfolien. Ich mache so viel auf die Hand, seht ihr das? Genau, einen halben Teelöffel und mit viel Wasser aufschäumen. Soll ich das mal zeigen, wie man das in so einem Glas schäumen würde, damit man das sieht, oder soll ich es in der Hand machen? Mach's ruhig in der Hand, ich kann es ja gleich nochmal mit dem Glas machen. Ich habe das auch hier vorbereitet, da kann ich es ja auch... Also ich mache es in die Hand und mache in der Hand den Körnungsgrad quasi, schäume das und das sind ganz kleine, feine Körnungen. Also weg bitte von, ich mache mir mein Peeling selber mit Zucker, weil das sind scharfkantige Sachen. Das ist nicht scharfkantig, sondern ganz mild. Du kannst auch wirklich unter die Augen vorsichtig gehen und peelst wirklich, ich mache nochmal ein bisschen feuchter, so. Peelst wirklich das ganze Gesicht. Hier
in den Dingern Perfekt, rein. genau. Das ist ein ganz mildes Pulverpeeling, dass du auch bis unter die Augen gehen kannst und vor allem jetzt im Winter, die Lippen sind trocken bei der Luft, über die Lippen drüber gehen. Das nimmt nämlich da auch die Verhornung runter und macht wieder ganz weiche Lippen. Und hier habe ich jetzt einmal Elena Sensitive Box zusammengestellt. Also für alle, die eine super empfindliche Haut haben, wie bei Rosazea, Neurodermitis, Schuppenflechte. Wenn jemand sich vertrage, gar nichts, dann haben wir hier die perfekte Box aus dem Reiniger, den Toner, Ultracalmic Serum Konzentrat, die Pflege Stabilizing Repair Cream und der Reisegröße, Luxusgröße Daily Milk Foliant. Und geschenkt in dem Paket ist einmal hier das Daily Milk Foliant, der Ultracalming Mist und einmal das Reinigungstuch. Genau. So, das ist zusammen und da ist eine wichtige Begebenheit. Da hast du einen Reiniger, da hast du nicht den Doppelreiniger, kannst aber das Pre-Cleanser noch dazu nehmen. Das ist eine Milchform der Reiniger, den kannst du vielleicht kurz mal zeigen, Vera. Das ist der Ultra Calming Clean sein, eine Kombination aus Gel und Milch, sagen wir immer. Da ist Aloe Vera ist enthalten, Gurkenextrakt. Und wenn ich das jetzt auf die Hand auftrage, immer so ein Tipp, einmal so ein bisschen nach unten. Und dann seht ihr, dass das eine Kombination ist. Es ist ein schönes, kühlendes Gel. Könnt ihr auch trocken verwenden oder dann auf die Haut auftragen, mit etwas Wasser dann auch aufemulgieren. Ihr könnt über die Augen drüber gehen und dann mit dem Reinigungstuch einmal abnehmen. So, jetzt bin ich total gereinigt. Schaut mal. Und jetzt Total habe ich gereinigt. total, ich bin Total total gereinigt. gereinigt. Ja. So, jetzt habe ich aber gerade hier den Cellular Hydration Mist. Der ist in der anderen Box drin. Den finde ich auch super. Wichtig ist, die Toner, die wir euch heute zeigen oder grundsätzlich zeigen, wir sind nicht bei einer bekannten Marke, die ihr noch von Werbung kennt, wo man dann so über das Gesicht schiebt. Mit dem unter Alkohol drin ist oder sowas. Nein. Nein, sondern diesen Toner nimmst du, kann man auch zwischendurch in der Maske oder am Tag einfach hinstellen, ja, und so machen, ja. Kann man auch in die Haare nehmen. Ich mache es wirklich auch am Tag im Sommer. Die halten extrem lange, ja. Wir haben wirklich viele Produkte. Wir können euch nicht alle heute zeigen, aber ihr könnt euch ganz genau das nachher angucken. Ja, ich zeige euch fragmenthaft bestimmte Produkte. Viele kennen auch ganz, ganz viele Produkte schon. Also, jetzt habe ich diesen Toner aufgesprüht, einfach drauf. Und jetzt zeige ich euch meine Lieblingsaugencreme. Sind alle toll, aber das ist meine Lieblingscreme. Und Und der dann zeige ich. Toner ist auch noch mal ein Tipp, den wirklich vor der Pflege, bevor ihr die Creme auftragt, aufzusprühen. Gerade im Winter, die Haut braucht viel Warte, Feuchtigkeit, ich auch habe Fette meine offen. gegebenenfalls. Und dann lässt sich nämlich auch die Pflege besser verteilen. Also der Toner wird bei uns immer vor der Pflege, vor dem Serum aufgetragen, aufgesprüht. Und dann kommt das Serum und die Pflege. Und ich sehe schon, es kommen ganz, ganz viele Fragen. Also wir sind jetzt bei der Box für die sensible Haut. Aber auch über den Link bei Elena könnt ihr dann auf der Seite nochmal schauen, die unterschiedlichen Boxen für die unterschiedlichen Hautzustände. Und wie gesagt, wir stehen euch gerne Rede und Antwort auch nachher noch, wenn ihr Fragen habt und sagt, Mensch, ich habe die und die Haut, was könnt ihr empfehlen? Sind wir gerne noch für euch nachher da. Weil das Ding ist halt, Weihnachten machen wir immer das große Programm, dass auch die Leute, die schon ganz lange Dermalogica nehmen, die Produkte nachkaufen können. Deshalb ist relativ viel dabei, die Produkte nachkaufen können, um dann zu sagen und dann ein schönes Geschenk dabei zu haben. Wie gesagt, bei den Einzelprodukten ist immer so ein Kit dabei. Jetzt zeige ich euch zum Beispiel, was ein Einzelprodukt ist. Das ist das Multivitamin Power Firm. Das ist die Augencreme, auf die ich schwöre. Schaut mal. Die ist ganz weich, die macht man hier drunter, ja? Auch oben ein bisschen, die ist großartig. Und dann habe ich fürs andere Auge, das zeige ich euch, die habe ich nämlich im Sommer kennengelernt. Das ist praktisch wie Stress-Positiv Eye-Lift. Die kommt so, die hat hier hinten so einen Schieber dran, dass man später das hochschieben kann. Und da ist so ein Applikator dran, ja? Und die mache ich zum Beispiel im Moment abends. Arbeite ich die ein, weil das ganz schön kühl ist und das nimmt den Stress weg und ist wie eine Augenmaske. Ich mache das dann so und so. Ist das richtig, ne?
Perfekt. Und du kannst auch bis unter die Augenbraue gehen und dann um den Augenring massieren, abschwellend arbeiten. Gerade hier hat man häufig Schwellungen, einen Lymphstau. Und das kann man dann richtig schön abmassieren und das kühlt. Das ist also eine Maske, die kann also etwas dicker aufgetragen werden. Dann massiert ihr mit dem Applikator um das Auge auch gerne nochmal diese Stresspunkte und lasst dann die Maske auf dem Auge oder auf den Augen dann drauf. In der Zeit kann man dann wunderbar die Zähne putzen und den Überschuss dann nicht runternehmen, sondern einfach nochmal einmassieren. Das ist nämlich dann Maske und Pflege in einem. Sorgt dafür mit Hyaluronsäure, dass Linien geglättet werden, es wirkt abschwellend, man hat so ein Hallo-Wach-Auge direkt mit dem Stress-Positive-Eye-Lift. Und das kann man auch am Tag nehmen, man kann das abends nehmen. Also das ist zwischendurch, wenn du wirklich merkst, es dreht durch, die ist wirklich toll und die hatten wir bis jetzt noch nicht, habe ich euch noch nie angeboten, die gibt es natürlich schon länger. Die gibt es heute auch in einer Box, ja, und die gibt es aber natürlich auch einzeln. Wir stellen am besten mal die Boxen vor, dass man nicht total durcheinander kommt, Genau, also oder? Ultra, also die Sensitive Box mit den Ultra-Calming-Produkten hatten wir einmal hier. Ich habe die hier, ja, da ist drin, passt auf, dass ihr das seht, da ist drin Stabilizing Repair Cream, ja, die hatte ich euch im September vorgestellt, die nutze ich sehr viel, weil die wirklich wunderbar ist, weil die nochmal reichhaltiger ist, die ist ganz neu gewesen, die ist im September auf den Markt gekommen, die ist da drin, hält ewig lange, dann ist da drin dieses, wie gesagt, das Waschgel. Ja, dann ist drin der Ultra Calming Mist. Warte mal, hier ist das Waschgel und hier ist das Mist. Dann ist drin Hellular Hydration Serum. Das ist ein Feuchtigkeitsserum. Ja, das Ja, ist der da Ultra mit Calming drin. Serum Concentrate ist drin. Ultra Calming Serum Will ich das mal Concentrate. zeigen? Das ist und wie man das auf, mach mal auf, damit man auch sieht. Ultra Calming Serum Concentrate ist ein pflegendes und beruhigendes Konzentrat. Das wird dann unter die Pflege aufgetragen, morgens und abends. Und ist wirklich ein richtiges SOS-Produkt. Also für alle, die Rötungen haben, empfindlich sind, ist das ein absolut schützendes SOS-Produkt und beruhigt sofort. Das Und heißt, das um gibt das zu man dann. erklären, ihr reinigt mit dem Cleanser, dann sprüht ihr danach auf, dann nehmt ihr das. Das ist praktisch wie ein Serum und danach nehmt ihr eure Creme morgens und abends, überhaupt kein Problem. Und dann habt ihr noch dabei, wo ist es? Den Waschlappen, der ist dabei. Und wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier das Reinigungstuch. Ja, das ist ja nicht der Waschlappen, das Reinigungstuch, aber wo ist das Daily andere? Milk Foliant Ja, als warte, wo habe ich es Luxusgröße denn? ist drin geschenkt. Genau. Aber Luxusgröße, ich sag euch was, das reicht ewig, das kannst du super mitnehmen und das ist, riecht so ein bisschen nach Milch, das ist noch feiner, noch zarter, ist wunderbar, also dass ihr ein Peeling dabei habt, die Reinigung, ihr habt den Toner, ihr habt das Peeling, ihr habt das Serum und ihr habt die Creme. Das ist für alle. Die Rosazea, empfindliche Haut, haben auch Neurodermitis geplagt. Für die ist diese Ultra Calming Box, da ist das Mist, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, das Mist als Produkt umsonst dabei. Richtig, Ihr absolut. zahlt also vier Produkte, das Mist ist umsonst dabei und das Daily Mix Folien, die Reisegröße ist umsonst dabei. Das ist eine richtige Größe und das ist die Reisegröße. Die sind umsonst dabei und wie Und du das so schön sagst, das Tuch, das Reinigungstuch. Tuch, das Reinigungstuch, genau. Dann haben wir eine ganz spannende Box. Das ist die nächste. Ja? Und zwar, auf die Boxen habt ihr ungefähr 25% Ersparnis. Ja? In der nächsten Box habt ihr, was ich euch gerade gezeigt habe, nein, zeigt mal den Reiniger. Da habt ihr einen anderen Reiniger drin. Wie gesagt, der Mallorca kommt aus der Kabine. Bei mir sieht es auch aus wie in einem Hautpflege-Expertenstudio zu Hause, weil Genau, ich dann habe. gehen wir jetzt zu Elenas Moisture Box. Also Elenas Moisture Box, das ist pure Feuchtigkeit. Also ich sage immer, das ist eigentlich die perfekte Winterbox. Gerade im Winter braucht man mehr Feuchtigkeit, vielleicht auch eine etwas reichhaltigere Pflege. Und hier ist auch eine komplette Pflegeroutine enthalten von Reinigung über Toner, Konzentrat und Pflege, damit ist man dann den ganzen Winter versorgt. Und hier haben wir Ganz einmal. kurz, da wurde gerade eine Frage gestellt, was Ja. ist, wenn die Sound Sleep Cocoon nicht reicht? Liebe, genau das ist der Punkt.
Deine Haut braucht immer mal wieder was anderes. Das heißt, ich habe sie bei mir wirklich aus wie im Kosmetikstudio, weil manchmal reicht mir die SoundSleep Cocoon auch nicht. Im Sommer reicht die mir total, Ja, im Winter da nicht. muss man Dann nehme ich umstellen. manchmal einfach noch eine andere drüber oder ich stelle um und an anderen Tagen geht's. Also ich gucke wirklich, was braucht meine Haut heute. Das klingt jetzt bekloppt, aber es ist ja genau wie, du isst ja auch nicht jeden Tag die Nudel, sondern du bist ja ausgeglichen und sagst, ich brauche einfach mehr Kohlenhydrate oder ich brauche mehr Vitamine oder ich brauche mehr Salat. Und so stellt euch das mit der Hautpflege vor, Ja, ja? absolut. Das ist ja saisonal. Einmal im Winter ist es kälter, aber auch wie es uns geht, unserem Lifestyle. Habe ich vielleicht Stress? Habe ich dann mehr Cortisol, also das Stresshormon, was wiederum auch die Teigproduktion anregt? Und deshalb sagen wir immer, wir schneidern die Pflege perfekt auf eure Haut zu, denn jede Haut ist einfach individuell und anders. Und deshalb, wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr nachher noch Fragen habt. Wir beraten euch wirklich einmal komplett, was das Richtige für eure Haut ist. Und ich sage noch einmal, alle Produkte, Dermalogica baut immer eine Seite für mich. Wie gesagt, ich bin sehr lange mit denen zusammen, seit 3 Jahren. Und das würde ich nicht sein, wenn ich nicht so hinter dem Produkt stehen würde. Und ich würde auch nicht nach Amerika fliegen. Ich fliege auch gar nicht gern, ja, wenn das nicht so toll wäre. Und wir haben nächstes Jahr ganz spannende Dinge für euch vor. So, hier seht ihr alles nochmal entspannt. Ihr könnt alles nachlesen, ihr könnt alles fragen. Da sind immer die Einzelprodukte. Da seht, immer ist beschrieben, was ist dabei. Was Was nicht. macht es auch? Und Alles. darunter sind für die, die sagen, sie möchten was nachkaufen oder die sagen, sie kaufen sich eine Box und wollen aber noch das Produkt dazu, dass ihr da immer auch Geschenke habt. Das Angebot gilt für 48 Stunden. Ich stelle euch das nachher in die Story. Jetzt zeigen wir euch die absolute Feuchtigkeitsbox, ja? Ja, Weil die auch das, Winterbox. die Winterbox, weil drinnen, ihr kommt von draußen, draußen ist es kalt, aber innen trocknet die Haut sehr aus, weil die Heizungsluft einfach total extrem ist. Und da gibt es zum Beispiel einen anderen Reiniger, den wir haben. Das ist der Intensive Moist Cleanser. Was Genau, ist an das ist dem eine anders? Reinigungsmilch. Da sind ganz spezielle Lipide enthalten. Das heißt, wir pflegen die Haut schon bei der Reinigung. Da ist zum anderen Kokosmilch mit enthalten. Und das merkt man auch, wenn man das dann auf die Haut aufträgt, hier oben einmal aufdrehen. Und das Schöne ist, man kann auch hier so viel pumpen, wie man braucht. Also auch kein Tiegel, sondern man geht nirgendwo mit den Fingern rein, auch bei den Reinigern nicht, und pumpt dann die Menge auf die Haut. Darf ich dich kurz was fragen? Ist es denn möglich, vorher den Pre-Cleanser, den Öl-Cleanser zu nehmen oder Auf nicht? jeden Fall, auf jeden Fall. Der Pre-Cleanse geht im Prinzip immer für jede Haut und ist der erste Reinigungsschritt. Genau. Also, den Pre-Cleanser, den kriegt ihr einzeln. Da kriegt ihr das Kit dabei. Den haben wir einzeln reingestellt. Der ist ganz wichtig, gerade auch wenn ihr euch schminkt, aber auch sonst und vor allem morgens. Ihr habt die Nacht geschlafen, da produziert die Haut. Der geht für alle Arten, das ist der erste Reinigungsschritt. So, Genau. ich bin auch manchmal schlampig und nehme ihn nicht ständig, aber wie heute anders geht es gar nicht. Dann habt ihr diesen Reiniger, wenn ihr die Box nehmt. Was kann der, Vera? Genau, das ist der Intensive Moisture Cleanser und hier von der Konsistenz seht ihr schon, es ist eine milchige Konsistenz, der reinigt und pflegt gleichzeitig die Haut. Da sind ganz spezielle Tenside drin aus der Kokosnuss, die intensiv reinigen, aber die Haut nicht austrocknen. Gerade bei einer trockenen Haut möchten wir ja nicht, dass die Haut noch mehr austrocknet. Deshalb Intensive Moisture Cleanser speziell für die trockene Haut, gerade auch im Winter. Und dann nimmt man auch ungefähr 2 Pumpen in die feuchten Hände, massiert das 1, 2 Minuten auf und nimmt es dann wieder runter von der Haut und im Idealfall natürlich auch morgens und abends. Da schreibt eine Hilfe, so viele Produkte, stellt doch bitte Rosatia-Produkte für mich zusammen. Maison, Muschel, das Elena haben wir. Sensitive Box. Das ist die Sensitive Box. Die Ganz Sensitive einfach. Box, ganz einfach, Die genau. Sensitive Box, da ist alles für dich drin. Die Sensitive Box ist die komplette Pflege für dich. Die ist da, die kannst du dir zusammennehmen. Und ich empfehle dir noch den Pre-Cleanser dazu, eben als Vorreinigung. So, hier haben wir also das Milchprodukt, ja, in der Reinigung. Dann haben wir danach das Daily Skin Health Mist. Da haben wir genau Hyaluronic Ceramide Mist. Also es sind ganz komplizierte Namen. Also es ist alles aufgelistet auf der Seite. Wir merken das auch immer, dass wir einen Knoten in der Zunge bekommen, wenn wir alles auseinanderdröseln und sagen.
Das ist der Toner, der speziell nochmal Feuchtigkeit spendet mit Hyaluronsäure und Rosenextrakt. Und gerade wenn man diese trockenen Linien hat, auch so um den Augenbereich, sorgt Hyaluronsäure immer dafür, dass man sofort geglätteten und durchfeuchteten Effekt hat. Also das ist so der Wundertoner für die trockene Haut. Und genau wie Elena das gesagt hat, eine Armlänge Entfernung, 2, 3 Pumphübe und dann kann die Pflege beziehungsweise auch dann das Konzentrat aufgetragen werden. Und dann riechst du das Rosenwasser? Ja, das finde ich ja ganz wunderbar. Besonders. Es ist wunderbar. Und dann habe ich hier, genau, die Box ist für dich zusammengestellt. Die Sensitive Box ist da. Hier in dieser Box, in der Feuchtigkeitswinterbox, haben wir eben einen Reiniger. Wir haben den Toner. Wir machen es einfacher. Ja? Genau, ich halte es mal hoch so lange, dass man es mal sieht. Wir haben den Intense Moisture Balance. Das ist die Tagespflege. Ja, dann haben wir das Daily Milk Foliant, also das, was ich vorhin gepeelt habe, in der Reisegröße dabei. Und dann das ist das Daily Microfoliant, ist in der Moisture Box. Meine ich. Daily Microfoliant. Ja, genau. Daily Microfoliant. Dann ist die Positive Stressless Eye Mask, die ich euch gerade vorgestellt habe. Also das Augen ist dabei. Und dann ist das Cellular Hydration Serum. Das ist ein Feuchtigkeitsserum. Ja? Ein totales Feuchtigkeitsserum. Da habt ihr den Reiniger, den Toner, ein Feuchtigkeitsserum, die Augenmaske und die Tagespflege. Dazu habt ihr noch das Peeling und geschenkt bekommt ihr den Toner in der Originalgröße und das Peeling. Also wenn wir es ganz genau nehmen, wir kriegen, es gibt geschenkt die Intensive Moisture Balance im Wert von 52 Euro, das Daily Microfoliant und das tolle MeTime-Bändchen. Genau, Entschuldigung, jetzt habe ich auch schon durcheinander. Ja, ja, also wir haben viel, wir haben alles ausgepackt jetzt zum Ende des Jahres. Wir haben alles ausgepackt, das ist die Feuchtigkeitsbox, ihr müsst euch das durchlesen, aber da seid ihr safe mit. Das ist die Feuchtigkeitsbox, ihr habt die Sensitive Box und jetzt habt ihr die, ja, wie kann man dazu sagen, die Anti-Aging Mega. Ja, wobei wir wollen ja nicht Anti-Aging sagen. Also wir alle altern und das gehört ja auch zur Haut dazu. Also Falten, Linien, das beschreibt ja auch, wer wir sind, ein Leben, das gehört ja auch zu uns. Jedoch ist es auch etwas anderes, wenn man gepflegt altert, als wenn man die Haut nicht pflegt. Und das möchten wir mit unseren AgeSmart-Produkten machen. Und zwar die Hautfunktionen, die einfach im Alter vielleicht auch etwas nachlassen, wie die Kollagen, die Elastinproduktion, die kann wiederum angeregt werden mit Peptiden zum Beispiel oder aber auch mit einem Peeling. Also Peeling ist immer mit der wichtigste Schritt in einer Pflegeroutine. Das sollte absolut dazugehören. Und deshalb haben wir diese Boxen so zusammengestellt, dass es wirklich für jede Haut dann auch einmal passend ist. Und man muss kurz was sagen. Wir haben die Boxen so zusammengestellt, dass du die Grundausstattung hast. Nur um das kurz zu sagen, weil jetzt hier viele Fragen kommen. Ja. Es gibt Einzelprodukte, die ich euch heute hingestellt habe. Ja, es gibt natürlich den Primer. Ja, es gibt eine Nachtpflege, zwei Nachtpflegen einzeln. Ja, es gibt noch eine Multivitamin Power Firm, die Augen Creme einzeln. Also du kannst dann zu diesen Boxen, du kannst alles einzeln kaufen, aber du kannst auch sagen, Mensch, ich nehme mir eine Box, da habe ich alles drin oder viel drin, kriege ein vollwertiges Produkt geschenkt und eine Reisegröße und dann kaufe ich mir noch, wenn es das Portemonnaie zulässt, von den einzelnen Produkten ein, zwei Sachen und habe dabei immer dieses Kit geschenkt, wobei ich diese Sachen eben wunderbar mit, ich sag mal, zum Sport, in die Sauna, in die Therme, in den Urlaub nehmen kann. Kleine Größen auf dem Flug, auf eine Reise, wo ich immer was dabei habe. Es gibt ja auch manchmal, sitzt du im Zug und die Haut wird trocken und du hast was dabei. Ich nehme das dann teilweise fürs Gesicht und für die Hände. Es geht mir einfach gut. Ich habe ein kleines Serum. Das ist wirklich ein Glasfläschchen. Also, wir haben euch drei große Boxen zusammengestellt. Die Sensitive Box für Rosacea, für Neurodermitis, für ganz empfindliche, für Allergiker. Einmal die für diesen Winter, die feuchtigkeitsspendende Box. Ja. Und einmal die sehr intensive, reichhaltige, unterstützende Box, die das Altern nicht aufhält. Aber smart aged, wie wir sagen. Aber smart aged. Genau, genau. Einfach
Hyperpigmentierung eben war die Frage nach Pigmentflecken. Das ist dann eure Box. Wir gleichen den Hautton aus, wir glätten die Haut, wir pflegen die Haut und wir schützen sie. Und das macht die Smart Age Box. In dieser Box ist der Primer dabei. Ja, da hast du, das will ich mal kurz sagen. Also du hast die Reinigung dabei, du hast das Occident Hydra Mist, das ist ein Toner, der ist sehr, sehr gut, ja, darauf abgestimmt. Dann hast du dieses Super Folien, das ist das schwarze Peeling, was ihr noch nicht kennt, was genauso wie die zwei anderen ist, was aber mit einem sehr starkes ist, was diesen Feinstaub wegnimmt. Dann ist dabei als, Super Rich Repair, das ist auch jetzt bin ich gerade völlig irritiert, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sag mal kurz. Ist nicht schlimm, ich fange sonst noch mal von vorne an. Ja, ich habe das Falsche reingetan. Warte. Aber man muss sich auch wirklich sehr konzentrieren. Wir haben ja jetzt wirklich für dieses Endjahres-Weihnachts-Shopping für dich ja wirklich alles noch mal zusammengestellt und alles noch mal rausgeholt, deine Lieblinge. Ihr kommt auch durcheinander, aber deshalb guckt euch das nachher an. Es gibt drei große Boxen. Pass auf, wir müssen das klarer und schneller, damit man nicht durcheinander kommt. Ja. In dieser Smartbox, ja, ist ein Reiniger, der Toner, wie gesagt, das Pre-Cleanser holt ihr euch dazu, damit ihr die Doppelreinigung habt. Dann ist die Super Rich Smart Cream, die kannst du auch super für den Abend nehmen, für den Tag. Machst du dünn am Tag, dann machst du den Primer drüber. Das ist der Primer, der ist eine getönte Tagescreme, der einen 30er Lichtschutz hat. Dann hast du dabei eben das schwarze Superfoliant als Geschenk, ja, und als Geschenk die Multivitamin Powering Mask, das ist eine Reisegröße, und das Armband. Das ist die Smartbox. So, das ist die Smartbox. Und wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas ist, bitte, 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 wendet euch an die tolle Vera und jetzt zeige ich euch. Schreibt uns eine Direktnachricht gleich. Wir sitzen wirklich gleich da noch. Jetzt war die Frage, brauche ich jetzt was für Feuchtigkeit oder Smart Aging, also das kommt darauf an, wo möchte ich meinen Fokus legen, also im Prinzip mit Feuchtigkeit kann man absolut nichts falsch machen, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein bisschen glättend arbeiten, ein Glow haben, nehmen wir die Smart Age Box und für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich habe eine super empfindliche Haut, gerade im Winter, die Sensitive Box. Man muss auch sagen, dass also für die Einsteiger, die noch nie Dermalogica hatten, ihr sucht euch eine Box aus, wo ihr sagt, da sehe ich mich eher. Für die, die Dermalogica schon haben, wie ich oder viele Freunde auch von mir, die sagen, Mensch, jetzt nehme ich mir noch mal die Box dazu oder die einzige und probiere auch noch was anderes aus, weil, wie gesagt, die Sachen halten lange, man kauft sich immer wieder was dazu, dann ist das andere, geht mal leer, das nicht. Und man kann, jeden Tag ist die Haut für was anderes. Und jetzt zeige ich euch noch drei Produkte, die wir specialmäßig reingenommen haben. Da gibt es was ganz Tolles. Das ist auch tatsächlich mein Lieblingsserum. Ich habe alle Serien. Ich benutze sie abwechselnd. Aber das, was immer geht und das, was der Herr Karl auch immer leer macht, ja, ist das Smart Response Serum. Das erkennt nämlich smart eure Hautbedürfnisse. Und bei dem ist dieses Mal die Dynamic Skin Recovery mit in der Packung. Das ist eine Packung, die gibt es so nicht. Ja, also da hast du sozusagen eine Tagespflege noch mit 50er Schutz in der Reisegröße dabei. Und du hast einen Gua Sha Stein dabei. Ich zeige den euch. Ganz schön. Ja, schaut mal hier, den Gua Sha Stein. Und das ist ein Wahnsinnsserum. Ein Wahnsinnsserum. Das erkennt wirklich, ist jetzt ganz frisch, kannst du auch. So, nimmst du zwei Pumper, trägst es auf. Gut ist, wenn man vorher den Toner drauf macht, dann hält das Produkt länger, wenn man es drauf macht. Und jetzt kannst du eben den Gua Sha Stein nehmen und das schön immer zu den Lymphen nach oben ziehen. Das kannst du abends oder morgens, wann du das nimmst. Das ist ein wahnsinnig tolles Serum, wirklich wahnsinnig toll. Das ist bei mir fast immer alle, weil es mir weggenommen wird. Ja? Ziehst du hoch diesen Stein aus, dann mach das. Ich weiß, man macht das dann zwei Tage lang, dann nicht mehr. Aber versuch das immer mal wieder zu machen. Immer den Lymphen nach oben. Seht ihr? Perfekt, das sieht hervorragend aus.
Und Elena, weil jetzt hier gerade nochmal die Frage auch kam, also nicht verzweifeln, wir wissen, die Namen sind auf Englisch. In der Verpackungsbeilage wird aber alles auch auf Deutsch erklärt. Und vielleicht nochmal von Große ins Ganze, wir haben also 3 Boxen, einmal für die sensible Haut, da ist alles drin, eine komplette Pflegeroutine, Feuchtigkeitsbox für alle, die sagen, ich brauche Feuchtigkeit, meine Haut ist trocken. Und die dritte und die letzte Box ist, wenn man sagt, Mensch, ich möchte gerne pigmentausgleichend arbeiten, ich möchte einen tollen Glow haben, dann haben wir die Smart Edge Box, diese 3 Boxen gibt es. Und dann gibt es zusätzlich für diejenigen, die sagen, ich möchte nochmal aufstocken, Einzelprodukte, mir gefällt da vielleicht auch der Primer nochmal ganz besonders gut, da gibt es dann auch nochmal die Einzelprodukte. Und alles über deinen Link dann nochmal zu finden, kannst du ja gleich nochmal zeigen, da ist wirklich nochmal alles ganz genau beschrieben und wir sind, wie gesagt, auch da, damit ihr die richtigen Sachen findet. Also passt auf, das ist meine Seite. Da ist der Link. Also wenn ihr auf meinem Profil seid, ist oben ist die Bio und die ist jetzt für 48 Stunden getauscht. Da geht ihr auf den Link. Schaut, dann seht ihr hier die Smart Age Serie. Da seht ihr die Feuchtigkeits-, also das Bundle und hier seht ihr das Sensitive Bundle. Und immer da steht alles, was dabei ist. Dann darunter, was ich jetzt mache, ist das Smart Response Serum. Das gibt es so nicht, das biete ich euch jetzt an, das ist das Smart Response Serum. Jetzt zeige ich euch gleich noch das, weil das ist was ganz Besonderes. Das ist vor allem für die großen Dermalogica-Fans, die schon ganz viel und lange dabei sind. Ich habe das jetzt gemacht, das ist schon der Wahnsinn. Das ist so ein Special, was man sich mal gönnen sollte. Das ist das Rapid Revel Peeling. Um das zu sagen, Dermalogica hat 3 große Peelings. Ja, Daily Microfolien, Milkfolien und wie heißt das dritte? Daily Superfolien, genau. Das sind die 3 Pulverpeelings, die wir haben. Genau. Und das hier ist ein Kurpeeling quasi. Es ist wie eine, ja, das sind 10 Ampullen. Das ist praktisch so ein Special Peeling. Du nimmst 3 Tage lang jeweils eine Ampulle, dann wartest du eine Woche, nimmst wieder eine Ampulle, wartest eine Woche, machst wieder. In dieser Woche kannst du aber die anderen Peelings nehmen, aber das, da ist, das macht so, ja, das regeneriert wie, es ist praktisch wie aus der Kabine, ja, genau. Ist ganz, 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 ganz hochwertig, ja. Was ist da genau drin? Aber lass mir nur sagen, was da noch dabei ist. Zu diesem Peeling kriegt ihr wieder die Reisegröße von dem Daily Superfoliant, nur dass ihr dann nicht erschreckt. Schaut, das ist schwarz. Das nimmt sozusagen die Abgase, diese ganzen Feinstaub wirklich raus. Das kann man, nachdem man 3 Tage das benommen hat, kann man am 6. Tag das andere nehmen und jede Woche nimmt ihr eine Ampulle. Was kann das? Das ist wirklich der Kickstart für die Haut, für die Zellerneuerung. Das ist, wie du schon gesagt hast, im Prinzip das Profi-Peeling für zu Hause. Für alle, die sagen, Mensch, ich möchte wirklich mal ein intensiveres Peeling haben, ich möchte meine Zellerneuerung richtig ankurbeln. Das ist so eine richtige Zellverjüngung, denn die Zellen, die unten nach oben kommen in der Haut, sind ja mit Feuchtigkeit gefüllt. Da sind die Barrierelipide enthalten. Wir arbeiten pigmentausgleichend. Das ist, wer das schon mal gehört hat, AHA-Säure. Das sind die Alpha-Hydroxysäuren, also Milchsäure und Milchsäure. Ist einer meiner absoluten Lieblingssäuren, denn die Milchsäure sorgt dafür, dass die Haut durchfeuchtet wird. Sie glättet die Haut und sie gleicht gleichzeitig Pigmentflecken aus. Also es ist wirklich wie so eine frische Kur für die Haut, das Rapid Reveal Peel. Und ihr wendet es so an, ihr reinigt erstmal die Haut, so wie Elena das eben gemacht hat. Dann nehmt ihr eine Ampulle davon, gebt euch das in die Hände, massiert das 3 Minuten auf die Haut auf. Das Peeling kann dann bis zu 7 Minuten auf der Haut verbleiben, je nachdem, wie sensibel die Haut ist. Wenn ihr merkt, so nach 4 Minuten, es kribbelt ordentlich, also kribbeln ist immer in Ordnung, kann man aber auch das Peeling schon nach 4 Minuten runternehmen. Und dann macht ihr das 3 Tage hintereinander und dann jeweils einmal in der Woche. Ja, und das ist ein wichtiger Satz hier, weil das ist wirklich wie aus der Kabine, das ist wirklich wie eine Zellerneuerung. Ja? Das macht man jetzt einmal, das gönnt man sich mal und sagt so, das macht man, das machst du jetzt, das machst du einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr, sagst du, jetzt mache ich mal so richtig. Ist eine tolle Kur. Ist eine tolle, ist eine, so eine Peeling-Kur, das ist auch wirklich, du lässt es dann drauf,
wird gerade gegrüßt durch die Tür. Ja, immer freundlich zurückgrüßt. Also möchte ich kurz sagen, der Malotschika, weil da kam gerade auch Fragen, oh, das ist mir zu teuer. Ja, wenn das euch zu teuer ist, ist das so, dann verstehe ich das auch. Das ist aber wirklich im High-Class-Bereich. Also das sind wirklich Produkte, die in der Kabine weltweit führend genommen werden, die wirklich für alle Hauttypen, Hautarten was haben. Und das Schöne ist auch bei der Edge Smart Serie, es gibt ja so viele Linien, die werden dann älter und werden dann plötzlich Gold, wo man dann das Gefühl hat, ah, jetzt ist es die Luxuslinie. Nein, das ist wirklich alles, auch in deinem Bad. Es sieht sehr schlicht aus, was ich ja mag. Ja, sehr schlicht, sehr, sehr hochwertig. Viele medizinische Studien, das ist nicht einfach irgendwie so, ja, sondern das ist wirklich fundiert. Jetzt zeigen wir nochmal die Einzelsachen, dass man da nicht durcheinander kommt. Vor allem zeigen wir jetzt mal den Primer. Also, für die alten Hasen, die schon lange dabei sind, das habe ich euch neu reingetan als Weihnachtsspecial mit dem Superfoliant als Geschenk dazu. Ja, dann habe ich euch reingetan, guck mal, wie meine Haut jetzt durchblutet ist von dem Gua Sha Stein, ist ja auch der Wahnsinn, das Smart Response Serum. Wer das nicht hat, ich finde, es ist ein absolutes Muss im Bad. Ich liebe das. Ich finde das einfach großartig. Und so einen Stein kann man immer haben, beziehungsweise ist ja kein Stein. Dazu gibt es auch noch die Tagespflege, ja, die du wieder mal in deinen Beutel machen kannst für die Therme und für das Ganze. Und die Positiv Stressless Augenmaske, die ich euch reingetan habe, die es sonst auch nicht gab. Jetzt hole ich nochmal den Primer. Da schreiben viele ein absolutes Muss. Honigglas, was ist denn der Primer? Schreibt doch mal. Ja, der Primer, das ist ja eigentlich unser, mit eins der absoluten Lieblingsprodukte, auch von Elena. Der Primer ist wirklich ein absolutes Must-Have. Also von der Anwendung her könnt ihr das nochmal so als tolles Finish auftragen. Also wenn ihr dann schon eine Pflege aufgetragen habt, es geht auch alleine auf der Haut. Und der Primer hat einen Lichtschutzfaktor von 30, hat eine leichte Tönung, eben ist nämlich nach einer Tönung gefragt worden und die Tönung passt sich auch jedem Hautton an. Und also da muss man keine Angst haben. Geflogen. Bitte? Warte mal. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Mann. Machen wir es wieder hell, oder? Pass auf, mein Primer, der Rest von meinem Primer, ja? Hier. Schaut, das ist eben das Tolle, dass dieses Ding dabei ist, dass man das ganz nutzen kann. Das ist wirklich, ich mache das auch unters Make-up. Das hat Sonnenschutz, 30% Sonnenschutz und ist so porenausgleichend. Ja. Und macht so ganz fein. Es ist wie Kaschmir. Also der Primer ist wirklich, also der ist wie Kaschmir und vor allem hat der einen 30er Schutz und ist eine Pflege, also ist eine Pflegecreme. Ja. Den finde ich großartig. Also der Primer, ihr wisst alle, ohne den Primer geht gar nichts. Und man sieht, ich finde auch, man sieht so leicht ausgeglichen aus von der Haut, aber ohne, dass man dieses schwere Make-up-Gefühl hat auf der Haut. Weißt du, was ich meine? Honigglas macht einfach schön. Und die Düfte, also es ist wirklich, das muss man auch nochmal, da hast du doch gar nicht drauf eingegangen, für die, die neu sind. Die Dermalogica-Produkte, da sind keine künstlichen Duft- und Farbstoffe, keine Parabene. Das riecht nach den Sachen, die drin sind. Also jetzt auch nochmal zu sagen, hier die Smart Response, Quatsch. Sound Sleep Cocoon, die Nachtpflege. Ich gehe jetzt gleich ins Bett. Ja. Und man darf auch noch dazu sagen, eben waren ein paar Kommentare, also wir haben nichts drin, was irgendwie gesundheitsgefährdend ist oder die Umwelt belastet. Also es sind wirklich Inhaltsstoffe, Produkte drin, die sind weltweit getestet. Wir haben klinische Studien. Also die Hautgesundheit steht für uns an erster Stelle. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne, schreibt uns dann auch nochmal. Und du hast, ja, beschreib doch mal das Gefühl auch von den Pflegen, Elena. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant für die, die neu sind. Ja, das Gefühl von den Pflegen ist großartig. Also die Soundsy Cocoon zum Beispiel, die hat einen Lavendelduft mit drin. Und wenn du das aufmachst, dann ploppen die auf der Haut auf und ist einfach ganz zart. Und das Schöne ist, die Sachen spannen nicht, die Reiniger spannen nicht. Es fühlt sich super an, die Augen brennen nicht. Es ist wirklich eine Pflege und es ist wirklich so, dass ganz oft Maskenbildner und so zu mir sagen, was hast du für eine Wahnsinnshaut? Gut, nun ist die Haut natürlich auch
habe ich eine Veranlagung zu einer guten Haut. Auch ich habe einen leichten Rosazea-Ansatz. Also das hier werde ich zum Beispiel noch einmal lasern lassen. Ja, ich versuche das alles in den Griff zu kriegen. Aber natürlich, wenn du eine Rosazea hast, dann kannst du das mit der Pflege nicht wegkriegen. Rosazea ist eine Krankheit von der Haut, die kommt irgendwann. Da musst du was gegen tun. Aber du kannst natürlich unterstützend arbeiten, dass es nicht schlimmer wird. Und ich habe letztes Jahr hier lasern lassen und habe dann viel das Ultra-Calming genommen, die Sensitiv-Sachen. Und es war wunderbar. Und das Smart Response Serum zum Beispiel ist für mich, ich liebe das. Also ich wirklich, und alle lieben das. Also vor allem auch Männer im Bad, weil die ja ganz oft keine Tagescreme benutzen. Und das ist total reichhaltig. Die Haut spannt nicht. Und du hast aber dann auch das Gefühl, es zieht schnell ein und sie spannt nicht. Und du hast aber alles drauf. Also wenn Männer im Bad sind, schön denen das hinstellen. Bei mir auf der Seite ist alles, bei Herrn Karl gar nichts, aber meins wird alles genommen. Wir hatten auch neulich Besuch da. Was darf ich davon nehmen? Ich sage, du kannst alles nehmen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Hier wird gerade gefragt, was ist mit Silikon in den Produkten? Genau. Da muss man auch unterscheiden. Also es gibt da unterschiedliche Arten und Sachen. Das ist im Prinzip, wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, auch mit ganz unterschiedlichen Inhaltsstoffen. So, man muss immer schauen, was genau ist denn da drin. Also es gibt Silikone, die haben wir hier im Fensterkit, die machen komplett dicht, die isolieren. Das sollen sie ja auch im Fenster, aber nicht auf der Haut. Und die haben wir nicht enthalten, sondern wir haben Dimethikone. Die sind wasserlöslich und flüchtig und die sind vor allem ganz, ganz wichtig, wenn man daran denkt, wenn man eine gestörte Hautbarriere hat. Denn die legen sich in die Lücken von der Hautbarriere, wie ein Netz kann man sich das vorstellen, und halten die Feuchtigkeit in der Haut. Sind auch ganz wichtig bei der Wundheilung, kommen in Medikamenten vor. Und wie gesagt, sie sind flüchtig und wasserlöslich. Man kann sich das dann wie ein Netz vorstellen, Feuchtigkeit bleibt drin, aber die Haut atmet noch. Im Gegensatz zu wirklich diesem isolierenden Silikon. Ich glaube, ich bin gleich betrunken. Geht hier so. Nein, aber das ist ja wichtig zu sagen. Also es ist wirklich, Ja, nichts, wenn was man, irgendwie die nein. Hautgesundheit ja stört, irgendwas, was die Umwelt belastet. Also wir, uns ist Was das heißt ganz denn wichtig. PEG? Was Bitte? ist mit PEG, Das fragt sie. ist Polyethylenglykol. Polyethylenglykol, das ist ein Inhaltsstoff, der sorgt einmal, da ist es ein Konsistenzgeber und der sorgt auch dafür, dass die Produkte besser von der Haut aufgenommen werden. Wo man ein bisschen drauf achten muss, ist natürlich, wenn man eine hochsensible Haut hat, also wirklich sehr, sehr sensibel ist von der Haut, dann möchte man auch nicht, dass die Inhaltsstoffe so schnell in die Haut eindringen. Bei, ich sag mal, Produkten, wo Vitamine in die Haut gebracht werden, ist das wirklich wie so ein Transportmittel auch. Aber wir achten dann zum Beispiel auch darauf, dass das nicht enthalten ist, zum Beispiel in der Ultra-Calming-Serie. Also es ist eigentlich nichts etwas, was irgendwie belastet ist. Es gibt auch keine Studien, die das belegen, dass das irgendwie irritierend ist. Es ist nur dahingehend, wenn ich wirklich eine sehr sensible Haut habe, dann lässt man das besser weg. Also man müsste vielleicht auch sagen, was ja wichtig ist. Vera hat diesen Beruf gelernt. Vera ist Hautpflegeexpertin, ja. Sie arbeitet bei Dermalogica. Und was machst du genau, damit man das weiß? Also ich bin dafür zuständig, alles, was zum Thema Training gehört. Also alles, wenn es darum geht, wie werden unsere Hautpflegeexperten ausgebildet, die Ärzte trainiert auf die Produkte, also alles, was damit zu tun hat, wie werden die Produkte angewendet, also im Prinzip dieses ganze Schulungskonzept. Nein, du würdest das ja nicht dahinter stehen, wenn es nicht so gut wäre, weil das ist Ich dein habe es Beruf. tatsächlich damals, jetzt kommt das wieder, dieses 1870, aber es Ja. ist tatsächlich jetzt mittlerweile 21 Jahre her in der Ausbildung kennengelernt. Da war ich 18 und da war Dermalogica ganz frisch hier auf dem deutschen Markt. Ich habe das in der Ausbildung zur Kosmetikerin kennengelernt und lieben gelernt. Und seitdem hat mich das ganze Konzept nicht losgelassen. Wenn man überlegt, vor 21 Jahren, da war das noch total revolutionär, dass man sagt, man hat Produkte, da sind keine künstlichen Duft- und Farbstoffe drin, keine Mineralöle, keine Parabene, keine Tierversuche. Das war natürlich im ersten Moment auch so eine Umstellung, dass man das wirklich komplett parfümfrei hat. Aber einfach dieses Konzept und die Pflege hat mich da einfach schon so mitgenommen und dann auch, ja, begleitet mich bis jetzt. Ja, und da kommt gerade eine Frage. Ja, wir haben die Produkte auch einzeln. Also du kannst den Primer einzeln kaufen. Zu dem Primer kriegst du das als Geschenk jetzt dazu. Und du kannst das Smart Response Serum eben in dieser Box, das ist eine einzelne Box, da ist der Stein drin, das Smart Response.
und das dabei. Und das kostet quasi so viel, wie das Smart Response sonst kosten würde. Aber du kriegst die Reisegröße und den Stein dazu und hast da wirklich, ich kann euch mal sagen, du hast da eine Ersparnis. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn meine ganzen Preise? Ja, von 47 Euro, genau, also mit dem Smart Response. Ja. Du kriegst das so teuer, wie es sonst auch ist, aber kriegst sozusagen einen Gua Sha Stein und die Reisegröße von der Smart Age, die 50er Schutzer Tagespflege dabei und hast ein Geschenk sozusagen für 47 Euro dabei. Und den Primer kriegst du auch einzeln zu kaufen mit diesem Kit als Geschenk. So, natürlich könnt ihr die Boxen kaufen, aber wie gesagt, es ist alles auch einzeln zu kaufen. Und jetzt was Spannendes. Bei den Einzel, zum Beispiel die normalen Tagescremes, das will ich euch auch noch kurz zeigen, damit wir auf alles eingegangen sind. Genau, und der Link ist in der Bio zu finden. Der Link ist in der Bio zu finden. Da sind sogar die 100 ml Flaschen drin, die per se schon viel günstiger sind. Das ist das Active Moist, das Skin Smoothing Creme, das ist sozusagen die Allround Creme von euch, Intensive Moist Balance, die Leute kommen durcheinander, Vera. Wirklich. Ja, es ist wirklich einfach. Es ist zu viel. Ja, es ist einfach wirklich zu viel. Also ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den Boxen für die, die sagen, ich möchte gerne starten. Sensitive Box, Feuchtigkeit für jeden geeignet und für alle, die sagen, ich möchte einen Glow haben, die glänzend ausgleichend, glättend arbeiten, die Smart Age Box. Und dann gibt es noch einfach jetzt zum Ende des Jahres für diejenigen, die sagen, ich möchte nochmal gezielt andere Produkte haben. Zum Auffüllen, ihr findet das alles auf der Homepage, also alles über den Link, den kannst du ja nochmal zeigen. Wenn ihr diesen Link klickt, wenn ihr in meiner Bio seid und ich stelle euch das gleich in die Stories, ihr habt 48 Stunden Zeit, ihr müsst keinen Code eingeben, nichts, es ist alles drin. Da ist das eine Bundle, das zweite Bundle, das dritte Bundle, da seht ihr wirklich einmal Bundle, nächste Bundle und dann habt ihr da drunter alle Einzelprodukte immer mit dem Geschenk. Und danach ist dann auch Schluss. Ja, so, dann zeige ich euch noch, die zweite Seite gibt es auch noch, aber da gibt es dann noch den Primer auf der zweiten Seite. Dann gibt es die Augenpflege, wer die haben möchte, oder die Prisma Protect mit dem 30er Sonnenschutz. Ich möchte noch was zeigen, was vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk auch ist. Und zwar ist das die Body Cream, die ist auch drauf, und die Body Lotion. Es ist einmal eine Creme, die sehen fantastisch aus. Ich benutze die nur. Sehr, sehr lang, sehr, 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 sehr reichhaltig. Wahnsinnig angenehm. Das ist das Wasch. Conditioning Body Wash. Das ist so das Hallo Body Wash am Morgen. Entweder du hast das, nimmst das in der Dusche und gönnst dir das, aber auch da, durch die Pumpstöße, du brauchst gar nicht so viel, es geht auch gar nicht so schnell. Alle, du kannst aber auch als Handwaschlotion nehmen. Auch wahnsinnig angenehm, weil es Hand- und Bodywash. Dazu, zu jeweils diesen Produkten, das ist die Hautcreme, die gibt es einzeln. Wahnsinnig schöne Geschenke, auch für Weihnachten, wenn ihr noch was für jemanden sucht, kann man einzeln erwerben. Und dabei bin ich ein großer Fan, gibt es ein Peeling-Hand. Ja. Was man im Bad hat. Zeige ich das mal offen. Tipp von mir. So. Ist angeraute Mikrofaser. Und da kann man dann das Conditioning Body Wash reingeben. Ja. Man macht es feucht und dann gibt das so einen ganz tollen, fluffigen Schaum. Und man kann das dann als Peeling verwenden. Auch für den Rücken, für die Oberarme. Ist also super angenehm. Jetzt fragt gerade jemand. Jetzt fragt gerade jemand, darauf möchte ich kurz eingehen. Also kaufen kann man das in der Bio. Und ich möchte euch nochmal sagen, wenn ihr Fragen habt, die Vera ist die Hautpflege-Expertin. Ihr schreibt Dermalogica eine Privatnachricht. Absolut. Ihr schreibt unter dieses Video, ich werde das jetzt speichern, das bleibt. Bitte, Stärchen und die ganzen Zuzer, ich sehe hier ganz viele, die Dermalogica benutzen, die durch mich darauf gekommen sind, die das lieben, die nichts anderes mehr machen würden. Eure, wie nennt sich das? Nicht Reportation, wie heißt denn das, Vera? Unsere Empfehlung. Nee, aber dass die, also diejenigen, die das schon benutzen, schreibt, wie sie damit klarkommen. Rezensionen, Empfehlungen, genau. Ja, also einfach, dass ihr Rezensionen schreibt, dass ihr unter das Video schreibt, wie kommt ihr damit klar, weil das ist natürlich für andere auch ein interessantes Thema, die sagen,
wie ist es denn wirklich, wenn jemand eine Rosatia hat? Ne? Man denkt ja, ich kann viel erzählen, aber nochmal, ich erzähle euch nicht viel, ich würde euch das nicht erzählen, wenn ich da nicht 100% hinterstehen würde. Entschuldigung, es ist mein Name, den ich sage, Dermalogica ist meine Hautpflege. Ja? Ich meine, da stehe ich mit meinem Namen hinter. Ich würde euch das nicht empfehlen, wenn ich das nicht ganz toll finde. Ja? Und es gibt eben, wenn der eine sagt, oh, das ist nicht so meine Creme, aber die andere, ja, wir sind ja auch eine große Familie. Jeder benutzt was anderes. Ich habe eine Freundin, die hat so eine leicht akne Haut, auch im Alter. Da gibt es auch eigene Sachen. Aber das würde jetzt alles hier den Rahmen sprengen, weil der Dermalogica aus der Kabine kommt. Das heißt, die haben für alles, was da, und zum Beispiel auch die junge Serie, die Fearstart-Serie, das hat die Jane Warwin für ihre Kinder entwickelt, wie die in die Pubertät kamen, weil die gesagt hat, man muss was machen. Und ich kann euch nur sagen, das hilft. Ja? Es hilft bei Kindern, die ist günstiger. Ja? Und das hilft wirklich. Und natürlich ist auch der Punkt, der alleinige Besitz macht euch nicht schön. Ihr sollt es anwenden, ihr sollt es benutzen, nutzt die Doppelreinigung, macht das und sagt nicht, jetzt schon wieder das Gesicht reinigen, sondern sagen, ich tue mir was Gutes. Also bevor ich überlege, was zu machen, versuche ich doch erstmal, mich gut zu pflegen, meine Haut. Und die ist wirklich wie Butter jetzt. Es fühlt sich wirklich wie Butter an. Ja? So, schreiben auch manche, haben sich den Adventskalender gönnt, wo ganz, ganz viel drin war, wo so ein Potpourri drin war. Wir haben, wie gesagt, heute große Pakete für euch zusammengeschnürt, dass ihr da auch, weil natürlich an großen Paketen kann Dermalogica dann auch ein großes Geschenk machen. Deshalb sind diese Pakete, weil dann kannst du sagen, okay, wir geben euch ein vollwertiges Produkt geschenkt und wir geben euch noch eine Reisegröße on top dazu. Und nochmal ein Tipp, wer neu ist, gerne auch nochmal zum Newsletter anmelden. Ja. Das ploppt automatisch auf unserer Website. Da gibt es dann auch noch mal 10% auf die Erstbestellung. Genau. Auch ein Tipp. Kann man auch machen. Ja? Ja, ihr Lieben, Vera. Ja, meine Liebe. Es gibt eine Sache, das wollte ich auch sagen. Jetzt sieht man sie gar nicht. Ich würde gerne die Bogi kurz dazu holen. Das weiß sie jetzt, glaube ich, nicht. Bogi, ich würde dich gerne kurz dazu holen, weil es gibt eine ganz tolle, die Bogi, die mich begleitet, die mich auch, mit der ich jetzt hier seit 3 Jahren zusammenarbeite. Und die Bogi wird im nächsten Jahr nicht bei uns sein. Die wird uns verlassen. Ja, sie hat einfach nach, glaube ich, 23 Jahren gesagt, sie muss noch mal was anderes im Leben machen, was völlig okay ist, was ich toll finde, weil jeder muss seinen Weg gehen. Ja. Und der würde ich gerne persönlich Tschüss sagen. Ja, Bogi, wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du reinkommst. Und wir machen aber auf jeden Fall weiter, die Vera und auf ich. Auf jeden Fall. Gibt die ganz tolle Chiara, die uns das übernehmen wird und die ihr auch kennenlernen werdet. Und wir haben wirklich für nächstes Jahr, wir werden im Januar, können wir schon das Datum verraten, wir werden einen spannenden Talk machen. Da gibt es nichts zu kaufen, aber da gibt es einen tollen Talk, weil wir haben nämlich Überraschungen für euch, die das nächste Jahr birgt. Genau, da sollten wir noch nicht zu viel verraten, aber im Januar... Genau, wir sind ja noch in der Planung drin. Ja, aber wann ist denn der Talk? Es wird spannend nächstes Jahr. Es geht spannend weiter. Das wird richtig spannend. Bogi, ich frage dich jetzt mal an, ist mir völlig wurscht, ob du im Pyjama bist. Ja, mal sehen, ob das geht. Mal gucken, ob ich sie reinkriege überhaupt. Wir laden sie jetzt mal ein. Und ich finde... Wir sollten die Bogi-Gebühren verabschieden. Sie ist Dermalogica, sie hat es nie gibt. Und sie wird auch weiterhin Dermalogica-Produkte benutzen. Bogi! Hallo! Hi. Ich war noch in Amerika. Mensch, ich wollte dir alles Gute. Ich fange gleich an zu weinen. Ich auch. Und ich bin total nervös und Für deinen Lebensweg, ja? Du bleibst uns ja erhalten, bleibst Dermalogica als pflegetreu. Und das, auf jeden Fall, aber natürlich. Ja. Ja, auch ich wollte mich dann jetzt an dieser Stelle bedanken. Ich habe jetzt keine Rede vorbereitet. Wie kannst du sowas machen? Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also erstens ja 21 Jahre der Dermalogica und es ist neuer, es ist ein anderer Weg, aber es war eine schöne, tolle, spannende Zeit bei der Dermalogica und bitte hören Sie auf, Frau Uhlich. und ich habe für mich beschlossen, ich möchte jetzt noch was ganz Neues machen. Und
Ja, ich bin hier immer noch auf Insta und wie gesagt, Dermalogica bleibe ich ganz treu, weil auf jeden Fall. Das ist mein allererstes Pflegeprodukt, was ich überhaupt angefangen habe zu verwenden und das bleibt auch da. Das Schrank ist das Schrank. Oh, ich bin nervös. Der Schrank ist voll und der bleibt auch voll mit Dermalogica-Produkten. Und ja, liebe Elena, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass wir so schön und so lange zusammengearbeitet haben. Du bist mir so ans Herz gewachsen. Ach, und ja, ihr auch alle sowieso, weil ihr alle so lieb seid. Und ja, das hat immer Spaß gemacht, mit euch zu schreiben und ja, euch auch mal persönlich zu treffen, den einen oder anderen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so treue Fans seid und dass ihr immer da seid und dass ihr Elena und auch alle anderen bestärkt und uns auch mal ja, hilft, indem ihr eure Meinung, eure Empfehlung ausspricht und sagt, was euch geholfen hat oder was ihr benutzt. Und ja, das ist toll, dass das auch Elena, ich würde dir gerne das Tränchen jetzt wegwischen. Menno. Ja, auch, man muss auch tatsächlich sagen, also das muss man muss kurz eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist. Dermalogica war die erste, also ich habe ja damals, wie ich angefangen habe mit Instagram, ist ja dann das stille Örtchen entstanden und über die Steffi Dettmann, die ja bei Gretel war, bin ich ja damals da hingekommen und die Steffi hat das unterstützt, aber du bist sozusagen mein erster, ja, du bist auf, ich habe Dermalogica beim Drehen kennengelernt und fand es toll und habe eben auch lange überlegt, leiste ich mir das, ja, so, weil das wirklich tolles Zeug ist und weil auch für mich, ja, das ist viel Geld, aber es, und weißt du, ich bin halt sehr, ich kaufe halt wahnsinnig gern und ich bin sehr gefährdet, wenn ich irgendwo bin und einmal was sehe, dann kaufe ich gleich die ganze Linie und dann ist ganz oft Schrott gewesen. Und ich habe, da war da eben diese Maskenbilder und ich habe das genommen. Und ich habe gedacht, oh, endlich tränen meine Augen nicht und endlich kriege ich dieses Make-up runter. Aber ich hasse ja Wimperntusche, ich mache die äußerst ungern und dann kriege ich die nicht runter, dann werden meine Augen schwer. Oh Gott, jetzt bin ich völlig raus. So, und du bist auf mich aufmerksam geworden und hast mich durch einen Zufall, hast damals meine Agentur angeschrieben, und hast gesagt, du würdest gerne mit mir arbeiten, wenn wir, und erstmal mit Dermalogica, dass wir darüber reden. Und ich habe gedacht, wow, und ich war so, ich habe mich so geehrt gefühlt. Ich war in Anführungsstrichen, ich war eine kleine Nummer und war irgendwie, habe plötzlich angefangen auf Instagram und dann und ich war auch so stolz, weißt du, weil Kosmetik machen, sonst hat man so das Gefühl, dass man die Stars und plötzlich ist man selber und. Du bist mein Star, wirklich. Entschuldigung, ich wünsche dir, oh Gott, meine Nase ist alles zu. Ich muss gleich mal, ich nehme noch ein bisschen von dem Zaunsleep-Kukun. Das macht der Lavendel, macht die Nase wieder frei. Ja. Und wir bleiben ja trotzdem verbunden und Boogie bleibt ja auch erhalten und dabei und ja, wir bleiben ja immer connected. Ja, und das ist das Tolle, Vera, dass du an meiner, weil das ist ja so, es ist eine ganz tolle Marke, es ist ein Wahnsinnsprodukt. Ich bleibe natürlich bei Dermalogica und ich bleibe euch erhalten, weil ich darauf total stehe und das hat ja nichts damit zu tun. Boogie bleibt ja genauso Dermalogica treu. Sie entwickelt sich nur arbeitsmäßig woanders hin. Das ist ja was völlig anderes. Ja? Und Vera und ich, wir werden die Buhl rocken. Boogie, du wirst uns vermissen. Das sage ich dir. Du wirst uns alle vermissen. Jawohl. Ohne Frage. Vermisse ich jetzt schon. Aber ich weiß, ihr werdet es machen und ich erwarte auch nichts anderes als das, was ihr jetzt gemacht habt. Und ich werde natürlich auch dabei sein und auch meine Kommentare dann quasi von der anderen Seite, von der Kundenseite ausschreiben und ganz viele Fragen stellen. Ja. Ich erwarte, dass die alle beantwortet werden. Das machen wir. Du passt, ich nehme dich jetzt raus, Boogie, sonst heule ich hier weg. Ich schwimme völlig weg. Du bist ein ganz toller Herzensmensch. Ich war mit dir in Amerika, ich war mit dir in Berlin. Wir haben ganz viel zusammen gemacht. Du, mein erstes Mal in Amerika habe ich mit dir erlebt. Also
Was Schöneres. Und Bogi musste dann mit mir umziehen, weil ich gesagt habe, ich drehe da durch in Großamerika, wir brauchen eine Verbindungstür. Bogi, so wie stehst du dann immer nachts bei mir? Ich so, nein, aber ich kann nicht alleine eine Mutter. Oh, das glaubt uns allen keiner, aber jetzt glauben es alle. Jetzt hat die Elena sogar selbst zugegeben. Es ist wahr, ich bin so ein Schisser und da hab echt, und dann saß Bogi da, nee, da habe ich immer nur geklopft und gesagt, ist die Tür auf? Und dann hat sie gesagt, ja, ist auf. Ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben. Du bist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. Und man muss immer im Leben noch einmal springen, das ist vielleicht wichtig. Wir hören aber von dir, okay? Auf jeden Fall, meine Liebe. Vielen lieben Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz bald, ja? Tschüss, Bogi. Ciao. Tschüss. Ach, Vera, entschuldige, ich bin eine elende Heulsuse. Nein, ich kann das total verstehen. Ich kann da auch immer mitgehen und kann das auch absolut verstehen. Und das ist ja auch, wenn man auf die Zeit auch zurückschaut, was man da für tolle und wertvolle Ereignisse hat, was man erlebt hat, das ist ja auch eine wahnsinnige, lange und intensive Zeit. Ja, absolut. Und wir machen aber so tolle Sachen, wir beide. Ja, wir haben schon so und sie viel bleibt vor. Ja auch erhalten. Und wir haben schon tolle Sachen auch fürs nächste Jahr. So viel können wir verraten. Wir treffen uns mehrfach, oder? Wir und treffen uns mehrfach und online. Live. Ganz neue Sachen sind da nochmal dabei und da freue ich mich total drauf und ja, freue mich jetzt, dass wir dann auch nächstes Jahr dann weitermachen. Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass wir die Reise und ich weiß auch schon, es kommen ja nächstes Jahr, ich habe ja den Aurelien getroffen, ne? Der war ja. Dem muss ich ja immer die Sachen genau wie euch aus der Nase ziehen, weil die natürlich aus Amerika dann top secret. Ja, ja, ganz frisch in der Entwicklung im Prinzip. Und im Prinzip so, noch auf dem Labortisch liegt alles. Und ja. Und ich darf ganz oft die Sachen mit, also wenn die schon freigegeben sind in Amerika und ihr so die ersten Probepackungen kriegt, dann darf ich die mit testen. Das ist wirklich toll, das ist aufregend. Ja. Ich bin sozusagen ein kleiner Markenbotschafter. Ja. Ich wünsche dir, hey Vera, du bist mir auch genauso ans Herz gewachsen, aber Gott sei Dank bist du ja da. Ja, du auch und ja, deine tolle Community auch. Ich freue mich immer wirklich wahnsinnig, wenn ihr uns schreibt oder wenn ihr auch berichtet, wie es eurer Haut geht. Es ist wirklich nicht nur dahergesagt. Wir sitzen jetzt gleich noch ein paar Stündchen, beantworten eure Fragen, sind da und ich freue mich einfach so, dass wir da nächstes Jahr auch alle so in Verbindung bleiben und uns austauschen. Das machen wir, oh Gott, wie soll ich denn jetzt Storys machen mit dem Link? Ich sehe ja aus wie, ich kann keine einzige Story machen. Die denken ja alle, ich bin, was ist denn los? Vera, ich wünsche dir ein ganz schönes Weihnachten. Ich euch auch. Eine ganz geruhsame Adventszeit. Habt ganz tolle Feiertage. Nutzt die Zeit zur Erholung und dann starten wir ganz fresh ins neue Jahr. Mach das. Pass Bis auf dann. Auf. Schönen Ciao. Abend noch. Danke. Ciao, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's von Ulig Shopping Paradies. Ich mache jetzt noch eure Reminder und wer Lust hat, schaut sich das Shopping Paradies an. Es war viel heute, ich gebe es zu. Es war, weil ich einfach euch nochmal vor Weihnachten all die Möglichkeiten mit schönen Geschenken geben wollte. Alles Liebe, das war hier Ulig Shopping Paradies, das letzte für Dermalogica dieses Jahr. Am Sonntag sind wir nochmal on air, aber heute für Dermalogica. Und alles, 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 alles Liebe, Vera, dem ganzen Dermalogica-Team, die wirklich großartig sind, die da arbeiten. Die Chiara, die werdet ihr kennenlernen, die Nicole, sind wirklich ganz, ganz tolle Frauen, mit denen ich da zusammenarbeite. Und Bogi, für dich alles Gute. Ciao, ihr Lieben.